Ich habe mir für euch die Nacht um die Ohren geschlagen und den Netflix Anime Day im Livestream auf dem offiziellen Netflix Anime YouTube Channel verfolgt. Okay, zu deutscher Zeit war es eigentlich die Netflix Anime Night, denn 10 Uhr vormittags in Japan bedeutet bekanntlich 2 Uhr nachts bei uns. Aber das Aufbleiben hat sich gelohnt, denn im Rahmen des digitalen Netflix Festival Japan 2021 wurden viele spannende Anime News für die kommenden Monate kommuniziert, die ich euch in diesem Video zusammenfasse. Den Auftakt markierte die kommende JoJo-Season Stone Ocean, die bereits vor einigen Monaten als prominenter Netflix-Neuzugang präsentiert wurde. Die 12 Episoden umfassende Adaption des 6. Parts der zugrunde liegenden Manga-Reihe wird ab dem 1. Dezember dieses Jahres den weltweiten Netflix-Anime-Katalog bereichern. Bereits einige Tage zuvor, nämlich am 25.11., debütiert die Anime-Adaption des Schurken-Comics Super Crooks, die am Anime Day erneut beworben wurde. Danach schlugen die Verantwortlichen die Brücke zum nächstjährigen Line-Up. Ein Hauptaugenmerk im Netflix-Anime-Jahr 2022 fällt dabei auf diverse Fortsetzungen, von denen zumindest einige wenige im Rahmen des Netflix-Anime-Days auch mit einem konkreten Starttermin ausgestattet wurden. Neue Staffeln zu folgenden Anime erwarten uns im kommenden Jahr: Ultraman, Ghost in the Shell Standalone Complex 2045, Record of Ragnarök, Agretzko, Beastars, Tiger and Bunny, sowie eine neue Kakegurui-Staffel namens Twin. Neben all diesen neuen Staffeln bereits etablierter Netflix-Anime dürfen wir uns jedoch auch auf zahlreiche neue Brands freuen. Da hätten wir pünktlich zum Start in die kommende Winterseason 2022 die 6 Folgen umfassende Serie The Orbital Children, die ab dem 28. Januar auf Netflix zum Abruf bereitsteht. Ebenfalls nächstes Jahr debütiert dann auch endlich die Neuauflage des Anime- und Manga-Klassikers Brigun. Ein genauer Starttermin wurde allerdings noch immer nicht bekannt gegeben. Gleiches gilt auch für die Adaption des Comedy-Mangas Kotaro Lives Alone, den neuen Movie der Penguin-Highway-Macher Drifting Home, die nächste Serie vom ehemaligen Attack on Titan, Vinland Saga und Great Pretender Studio Wit namens Vampire in the Garden, Rilakkuma's Theme Park Adventure, die futuristische Space-Horror-Story Exception der Masterminds Hirotaka Adachi und Yoshitaka Amano, den man seit vielen Jahren von der Final Fantasy-Serie kennt, und schließlich Army of the Dead Lost Vegas, das Anime-Spin-Off zu Zack Snyders 2021er Zombie-Film Army of the Dead. Die kleine Enttäuschung über das ein oder andere ausgebliebene Release-Datum wird jedoch durch 3 echte Hit-Ankündigungen kompensiert. Zum einen sicherte sich Netflix für das kommende Jahr nämlich die Anime-Adaptionen der Detective Conan Spin-Off-Serien Zero's Tea Time und The Culprit Hanzawa. Beide Titel werden zu einem noch nicht definierten Zeitpunkt im Jahr 2022 bei Netflix starten. Zum anderen enthüllte man im Rahmen der gestrigen Anime Day Präsentation einen neuen Seven Deadly Sins Anime. Bei Grudge of Edinburgh handelt es sich um ein zweiteiliges Filmprojekt, in dem niemand Geringeres als der Sohn von Meliodas die Hauptrolle übernehmen wird. Der erste Part debütiert nächstes Jahr exklusiv bei Netflix. Neben all diesen Ankündigungen auf dem Anime Day des Netflix Japan Festivals 2021 wurden zudem bereits in den letzten Wochen und Monaten weitere Anime-Announcements fürs kommende Jahr und darüber hinaus getätigt. So erwartet uns 2022 voraussichtlich die 2. Staffel der Animationsserie Blood of Zeus, die Fortsetzung der Pacific Rim Anime-Adaption, Season 2 von Dota Dragon's Blood,
die auf eine Manga-basierende Comedy-Serie Thermae Romae Novae und das Anime-Spin-Off zum Videospiel Cyberpunk namens Edgerunners. Bei einigen weiteren Titeln steht hingegen noch ein Fragezeichen hinter dem Release-Jahr 2022. Da hätten wir Beat and Motion, Captain Laserhawk Blood Dragon Remix, Devil May Cry, Lady Napoleon, Skull Island, Tom Clancy's Splinter Cell, Tomb Raider, Twilight of the Gods und eine völlig neue Castlevania-Serie, die sich ebenfalls in der Produktion befindet. Hinzu kommen 2022 höchstwahrscheinlich weitere Netflix Original Anime und in der Tradition der letzten Jahre natürlich auch zahlreiche exklusiv lizenzierte und von den Disc Publishern sublizenzierte Anime-Filme und Serien. In Summe können wir wohl von weit über 50 neuen Anime-Katalogtiteln fürs kommende Jahr ausgehen. Über alle neu angekündigten Zugänge informiere ich euch natürlich, wie gewohnt, in meinen wöchentlichen Anime-News und meinem monatlichen Netflix-Format.